fangen jetzt mit einem ungeschminkten Gesicht an und ich nehme mir hier die Tarte Rainforest of the Sea Foundation und verteile diese so ein bisschen auf meinem Gesicht und klopfe sie dann anschließend mit einem angefeuchteten Beauty Blender ein. Anschließend nehme ich mir dann auch nochmal das Essence All About Matte Fixing Powder und das verteile ich dann nochmal gleichmäßig auf meinem Gesicht. Dann geht es auch schon weiter mit den Augenbrauen und dann nehme ich mir den Benefit Goof Proof Brow Pencil und den benutze ich dafür, um meine Augenbrauen erst ein bisschen aufzufüllen. Ihr seht schon, ich korrigiere auch hier nochmal ein bisschen die Form, weil meine Augenbrauen einfach nicht so eine schöne Form von Natur aus haben und dann verblende ich das Ganze nochmal und im Endeffekt werden die Brauen dann einfach schön aufgefüllt und geformt. Damit das Ganze auch hält, nehme ich mir anschließend nochmal ein Augenbrauengel und das ist von Benefit das Ready Steady Brow und ich habe im Ernst noch nie so ein gutes Augenbrauengel benutzt, das hält wirklich den ganzen Tag, es fühlt sich an, als hättet ihr eure Augenbrauen quasi festgetackert und damit verteile ich dann nochmal ein bisschen das Produkt, das heißt, damit das Ganze ein bisschen softer aussieht und ich kann euch wirklich sagen, eure Augenbrauen bleiben den ganzen Tag da, wo sie sein sollen, egal welches Wetter ist und ich bin hart verliebt in dieses Produkt. Mit einem Concealer fange ich dann nochmal an, die Form meiner Augenbrauen ein bisschen feiner zu machen, damit die Kanten einfach schön scharf sind. Und um meine Augen auf den Lidschatten vorzubereiten, nehme ich nochmal die I Love Color Intensifying Eyeshadow Base von Essence und die trage ich dann nochmal großzügig auf und verblende das Ganze dann noch ein bisschen mit meinem Ringfinger. Den ersten Lidschatten, den ich heute verwende, nehme ich mir aus der Urban Decay Smoky Palette und das ist so ein schöner, schimmernder, heller Champagnerton und den trage ich dann auf dem gesamten beweglichen Lid und im Innenwinkel auf und auch noch ein bisschen so unter den Augenbrauen, damit einfach alles schön strahlt und wir eine gute Grundierung für die anderen Lidschatten haben. Weiter geht es dann mit einem goldenen Lidschatten und der ist auch aus derselben Palette und den trage ich dann so ein bisschen in der Lidfalte und am äußeren Augenwinkel auf. Damit das Ganze natürlich schön gleichmäßig aussieht, dürft ihr nicht vergessen, das Ganze zu verblenden und das mache ich hier nochmal. Ich nehme mir einfach einen Pinsel ohne Produkt drauf und verblende nochmal die harten Kanten für einen sanften Übergang. Zuletzt nehme ich mir diesen schwarz-grauen Ton hier aus der Palette und trage diesen dann nochmal am Wimpernkranz auf. Und das Ganze sorgt einfach dafür, dass eure Wimpern ein bisschen voller und dichter aussehen, ohne dass ihr eben einen harten Lidstrich ziehen müsst. Bei der Mascara habe ich mich heute für die Roller Lash Mascara von Benefit entschieden und diese trage ich dann großzügig am unteren und am oberen Wimpernkranz auf. Falls ihr gleich noch eine zweite Mascara seht, wundert euch nicht, ich trage immer erst eine Mascara auf und fixiere das Ganze anschließend mit einer wasserfesten Mascara und so sorgt es einfach bei mir dafür, dass meine Wimpern sich Stück für Stück aufbauen und ich dann später schöne, lange und voluminöse Wimpern habe. Nachdem ich dann mit den Augen fertig bin, geht es weiter ans Gesicht und da nehme ich mir Give Me Sun von MAC. Das ist einfach ein schöner, bräunlicher, warmer Ton und den trage ich dann an meinen Wangenknochen auf, an meinen Schläfen, an meiner Nase und ein bisschen am Kinn und das sorgt einfach dafür, dass ich so einen schönen, gebräunten Teint bekomme und das Gesicht auch nochmal so ein kleines bisschen definiert wird. Bei dem Rouge habe ich mich heute für einen Ton aus der Bon Jovi Palette von The Balm entschieden und das ist so ein schöner Ton, der ist so ein bisschen rosa, peachig und ich finde, der lässt das Gesicht einfach sehr, sehr frisch aussehen und den trage ich dann zuerst mit einem Rougepinsel auf und dann verblende ich das Ganze anschließend nochmal mit einem Puderpinsel.
Natürlich ist bei mir kein Look fertig ohne Highlighter und ich nehme hier Soft & Gentle von MAC und trage diesen wirklich sehr, sehr, sehr großzügig auf meinem Nasenrücken, auf meinen Wangenknochen und an meinem Lippenherz auf. Und das sorgt einfach dafür, dass das Ganze nochmal strahlt und hands down, wer liebt keinen Highlighter? Also davon kann man wirklich immer sehr viel benutzen. So, zuletzt nehme ich dann nochmal Quench Lip Rescue in der Farbe Buff von Tarte und das ist aktuell mein liebstes Lippenprodukt und das trage ich dann auch nochmal großzügig auf und meine Lippen sehen einfach so richtig mit Feuchtigkeit versorgt aus und das Ganze rundet den Look dann auch nochmal ab.